FIFA, Fendi, 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 Dall. Ne, 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 ne. Aldemar, HD. Toll. Hey Leute, hier ist der Aldemar mit Skyrim Special Edition. Wir sind hier in Festung Castaf, haben gerade Legionäre befreit. Jetzt haben sie ihre Sachen wieder angezogen. Und jetzt gehen wir töten. Von innen heraus. So, die müssten ja jetzt hier von selbst dann irgendwann angreifen, ne? Gut, dann gehen wir nach oben. Ich sage ja, jetzt kommen irgendwie Wachen runter. Wir sollten ja den Laden infiltrieren, das haben wir getan. Los geht's. Hier ist echt keiner, finde ich schade. Wäre cooler gewesen, wenn hier einer ist, den man irgendwie umbringen muss. Schade, habe ich mich drauf gefreut. Dann halt nicht. Himmelsrand? Scheiße! Oh, wo seid ihr, Kaiserlichen? Für Himmelsrand! Fendal, wo bist du? Wirst du wohl nicht auf mich schießen, wirst du wohl. Nicht auf mich schlagen. Boah, Fender, lauf mir nicht vor die Flinte. Was los, Hatma, wo bist du? Boah, ich darf diese Pfeile nicht verschwenden. Boah, bleibt, kann er mal eine Laufdistanz beibehalten? Endlich mal, Slow-Mo. Immer Zeit hier. Das hat war. Toll. Habt ihr mir zugeguckt? So, jetzt kann ich mal wieder ein paar blutverseuchte Pfeile hier rausholen, eventuell. Sie alle aufgereiht hier liegen. Hat mir keiner geholfen, ne? Jetzt Dreck zu machen sollen. Sehr gut, sehr gut gemacht, Fendal. Sehr gut. So, Hatwa, wo ist Hatwa da? Hatwa. Hatwas. Seid noch am Leben? Hervorragend. Geht ins Lager zurück und meldet unseren Erfolg. Ich bleibe hier und räume auf. Ich bin froh, dass ihr da wart. Bald. Ich kann es fast schon schmecken. Doch, tatsächlich. Guck mal, die wurden alle niedergemäht. Die Kaiserlichen. Guckt euch das mal an, ey. Die sind reingekommen und wurden einfach direkt niedergeschossen. Und was mit den Kaiserlichen, die, die sind gar nicht rausgekommen, ne? Da! Oh, die Verstärkung! Sieh mal eine an. Oh Mann, ey. Helden. Helden. Da! Kerkerschlüssel. Da haben wir ihn. Okay. Dann mal zurück zu Ricke. Es sei denn, wir müssen jetzt zu Tullius. Das kann auch sein. Haben wir jetzt eigentlich ein Level oder nicht? Ich wollte ja auf Beschwörung ein bisschen gehen. Guck mal gerade. J. General Tullius. Neue Stufe, tatsächlich. Beschwörung. Also ich würde schon gerne auf Beschwörung gehen. Aber wir gucken erstmal natürlich, was unsere anderen Sachen machen. Das ist natürlich immer wichtiger. Wir haben nämlich noch einmal Alchemie. Oh, ich level zu langsam. Das wäre schön, wenn wir irgendwie schneller leveln würden. Einsamkeit. Ja, Questen. Ich glaube, es ist halt das, jenige welche, was am schnellsten geht, glaube ich. Questen bringt doch XP, oder? Oder nur Gold. Aber eigentlich immer. Guck mal, schon wieder dunkel. Ist schon wieder dunkel. Es ist immer dunkel. Ich mag vielleicht wie ein wilder Schwertkämpfer aussehen. Hey, aufpassen! Schloss Elend.
So ein toller Name. Rausch damit. Womit? Habt ihr schon vom Rabennarbental jetzt, gehört? Da wir Winterfeste eingenommen haben, kann ich dort einige Truppen stationieren, bis ich bereit bin, gen Windhelm zu marschieren. Oh, geil! Ich verlasse mich mittlerweile sehr auf euch. Da ist es nur logisch, dass ihr in die höheren Offiziersränge aufsteigt. Hiermit befördere ich euch zum Legat. Ah, geht doch! Im Namen des Kaiserreichs und in meinem eigenen Namen, bitte nehmt dieses Geschenk und euren neuen Rang an. Meinen Glückwunsch. Geil. Orkische Rüstung, was jetzt? Ihr habt nicht viel Zeit, euch in euren Leistungen zu sonnen. Wir sammeln uns für unseren letzten Angriff auf Windhelm. Meldet euch bei unserem Lager in Ostmarsch. Geil. Oh mein Gott. Erobere Ostmarsch zurück. Ach so. Noch nicht Windhelm, oder was? Was ist denn hier los? Weltkarte. Ach so, ich kann ja noch nicht raus. Wir gucken mal trotzdem mal gerade. Das ist Ostmarsch, glaube ich, ne? Nebelwacht. Komm, wir gehen erstmal hier raus. Indem wir im Besitz von Falkenring sind, kontrollieren wir den Zugang zu Reach, Weißlauf und Rift. Ulfric wird bald einen Angriff versuchen. Wir sind hier, um ihn aufzuhalten. Ach, Kato, guck mal, wie cool. Guck mal, erscheint Festung Anmol einnehmen und dann... Hätten die Rebellen die Kontrolle darüber. Und dann die anderen. Cool. Ich glaube, ich müsste noch mal kurz zurück. Was gibt's denn? Komm, wir gehen mal kurz zurück nach Hause. Ach nee, ich wollte noch mal Gift sammeln, ne? Ja, das wäre schon nicht schlecht. Gehen erstmal nach Hause. Gehen erstmal nach Hause. Ich bereite mich jetzt erstmal die Rest der Folge ein bisschen vor. Ja, wir gucken mal gerade bei uns in die Kisten rein. Ich muss Sachen abliefern und so. Wir gucken noch mal kurz, was hier verkauft wird. Ach, scheiße. So spät? Nee, kann nicht sein. Ich arbeite für Beletor im Gemischtwarenladen. Ich habe hier einige gute... Werft einen Blick darauf. Aber Niki. Da ist auch kein Holzschwert von mir. Wo ist mein Holzschwert? Oh Gott. Meine Hauptwaffe. Ich habe sie verlegt. Ich sage nicht, dass ich der beste Schmied. Willkommen in der Krieg. Die beste. Ich hab doch schon geguckt, ob das hier ist, ne? Sein Stahl ist legendär. Ich will nur eine faire Chance. Ich glaube, das Holzschwert finde ich überall. Es ist schön mit euch. Also, ich meine, in bestimmten Häusern und so. Wenn ich die kaufe. Leichte Rüstungen ermöglichen leichtfüßige. Leichte Rüstung? Können aber auch das Vulkan. Das ist zwar ein hübsches Dörfchen, aber auch ein langweiliger Dienstort für eine Wache. Macht ihr denn jetzt hier? Ein Drache angreifen würde. Das so. Wäre schon was anderes. Schade, ich glaube nicht, dass wir hier nochmal irgendwas finden. Guck mal, ist eine Trudis leer. Schade, dass man. Ach, guck mal, hier abgelegte Bücher ins Regal stellen. Cool. Habe ich aber keine. Ich habe oben Bücher und so. Guck mal, wie cool ist das denn? Wusste ich gar nicht. Wusste ich gar nicht. So, erstmal hier öffnen. Fender, wir brauchen noch neue Bolzen, ne? Wir müssen nochmal zu Dingens gehen. So, ich glaube, ich ziehe mal einen Dämmerwachtshelm an. Ich weiß, das könnte ich wirklich mal machen. Aber ich habe mal eine coole... Guck mal, Schattenkapuze. Wie sehe ich denn damit eigentlich aus? Zu cool eigentlich. Das gefällt mir nicht. Das sind halt coole Sachen, aber ich ziehe mir gerne das an, was mir steht. So. Vulkanschwert. Ich behalte, glaube ich, mal das Vulkanschwert, bis ich was Besseres gefunden habe. Wie zum Beispiel ein Holzschwert. Orkische Rüstung. Ablehnen. Wollen wir nicht. Alles nur Tant. Eben als Schild. Ich gucke nur mal gerade, was viel Gewicht hat. Nichts. Okay. So, dann legen wir jetzt mal das Vulkanschwert auf eine Taste. Mama, Mama. Q. Auriels Bogen ist 1. Auf 2 kommt, ist die Armbrust. Auf 3 ist Gift. Auf 4 ist
Ritualstein, das ist egal. Vulkanschwert. 4, scheiße. Gift haben wir Gott sei Dank noch. Komm mit Fackel, ist gut. Ich finde das Kampfsystem für Einhänder und generell so Waffen ein bisschen langweilig. Ich verstehe halt bis heute nicht, warum mittlerweile es nicht normal ist, dass man in Spielen mit Schwertern und Waffen aus Ego-Perspektive nicht machen kann, dass man aus bestimmten Richtungen angreifen kann. Was oder Kombos so machen kann, wie bei Witcher, sage ich jetzt mal. Das ist auch noch ganz in Ordnung, aber es gibt viele Spiele wie Mountain Blade oder so, die, oder Might Magic 5 war das, glaube ich. Du konntest nach rechts gucken und hast die Maus gedrückt und dann konntest du Schwerthebe von links, rechts, oben, unten oder schräg oben machen. Das gab's sogar auch, ja. Und konntest so natürlich auch sogar Arm und Bein und Köpfe abschlagen. Ja, das war halt immer super cool. Ja, oder stechen oder Aufwärtsschiebe oder so machen. Ich verstehe nicht, warum das nicht Elder Scrolls hat. Das wäre sowas. Sowas von beliebt geworden. Und das Spiel wäre noch geiler, als es eigentlich ist. Davon gehe ich schwer aus. Ja, dass quasi der Gegner auch in die Richtung blocken kann. Du musst ja auch dann so blocken, ja. So Spiele wie Kingdom Come legt ja auch darauf an. Sogar noch krasser als bei Mountain Blade oder so anderen Spielen. Aber genug davon. So, ich habe jetzt eine Einhandwaffe und jetzt gehen... Ich wollte eigentlich auch mal ein bisschen... Genau das Richtige für... Nebelmann beschwören, warte mal. Beschwörung, was haben wir denn da so? Zombie erwecken ist, haben wir auch. Seelenfalle, Arwak beschwören. Beschwört Arwak aus dem Seelengrab, damit er als Ross dient. Das ist Nebelmann beschwören. Ist schon. Was? Nebelmann beschwören. Können wir eigentlich mal Zombie erwecken? Legen wir mal, pass auf 0. 0, 1, 8. 8 und 7. Ist auf 5. Machen wir 8 und 7. Heilung ist auf 6. Ich muss mir das mal merken. So. Dann gehen wir mal obere Ostmarsch zurück. Da ist Ostmarsch. Okay, dann gehen wir da von Schors Wachturm hin. Ey, jetzt. Wir sind immer an den gleichen Orten. Schors Wachturm, da war dieser Karren, den wir überfallen haben mit Hadvar. Hadvar. Ich bin kurz davor, doch eventuell jetzt mal die Schwierigkeit anzuheben. Weil wir werden immer besser. Es wird etwas einfach. Jetzt sind sie tote Kaiserliche. Vorher waren hier tote Wachen, jetzt sind sie tote Kaiserliche. Ändert sich mal wieder. Nein, das Vulkanschwert wollen wir nicht. Guck mal, hier ist kein Seelensteinzeug mehr drauf. 4 Bolzen. Den vergiften wir auch mal. Aber eigentlich möchte ich gerne dabei bleiben. Ich habe halt keine Lust, 2000 Pfeile in irgendwann reinzuschießen. Wäre halt cooler, wenn ich selber noch mehr Schaden nehmen würde. Wie bei bestimmten Mods in Fallout. Aber dafür ist es jetzt zu spät. Wir machen das jetzt so durch. Damit wir das auch beenden können, dieses Spiel. So. Sind wir schon da? Da sind wir doch. Nee, halt. Halt, wer bist du denn? Doch, was böse. Was? Mann, ist gut bald, ey. Und ja, fall nochmal runter. Bong! War hier gerade ein Drache? Oh, ja. Ich habe nämlich seinen Schatten gesehen. So, jetzt beschwören wir mal. Nebelmann. Geht nicht. Du besitzt nicht genügend Magika. Krass. Wie teuer ist denn das? Wir sind ja schon Magika am Pushen. Komm, wir gehen mal schnell weiter. Ich habe keinen Bock auf den Drachen. Die Kaiserlichen können mir da helfen. Fender, brauchst du eigentlich Pfeile? Ich glaube, der hat Eisenpfeile. Als Ersatz. Egal, hast Glück, Hase. Guck mal. Was soll das denn? Ach so. Da braucht man auch kein Boot für, um da reinzurudern. Stony Creek Cave. Okay.
Oh, guck mal, Muscheln. Hier sehe ich auch wieder alles unter Wasser. Irgendwas stimmt nicht. Ich habe Grafikkarte geupdatet und... Bei Fallout sehe ich das auch. Nicht. Also diesen nebligen Wasserdingensrand. Da hat jemand was gesagt. Habt ihr es gehört? Ach, das... Fendi. FIFA, Fendi, 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 Dall. Ne, 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 ne. Ah, eine kaiserliche Wache. Gut, dann gehen wir mal hoch. Ostmarsch! Ich kann es kaum erwarten, einen dieser Rebellen. Nehmt euch vor Sturmmantelspionen in Acht. Habt ihr eine Meldung für mich? Warte, ich mache das mal hell. Ja. Ist ein bisschen dunkel, ich sehe nichts. 11 Stunden müssten reichen. 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Mal. Wir sind jetzt gleichrangig. Melde mich zum Dienst. Euer Ziel ist die feindliche Festung. Trefft euch mit den Soldaten, die sich gerade sammeln, und vernichtet die Rebellen. Anschließend werden wir die Festung besetzen. Nun, Soldat, seid ihr der Aufgabe gewachsen? Wie viele Bogen soll ich noch alleine einnehmen? Die Festung ist so gut wie unser. Ich wusste, dass ich auf euch zählen kann, Soldat. Okay, wie machen wir es denn diesmal? Ich töte alle und bevor die Kaiserlichen da sind. Nee, so gut war ich noch nie, aber... Ist es die da? Ist es richtig? Nee. Die da, die da, die da. Oder die da. Guck mal, Mischwassermühle. Gehen wir mal... Ich dachte schon, das wäre die hier gewesen. Das Mischwassermühle. Kampfbasierte Magie verbessert sich nur, wenn sie gegen legitime Gegner eingesetzt wird. Bergblüte. So, das müssen, da müssen wir hoch. Das müssen wir hoch. Oh, guck mal. Oh, ich kann wieder was sammeln. Sollte ich mal wieder öfter tun, generell. Oh, warte mal. Die Bellies, nein. Das sind die einzigen, die wegfliegen, wenn man sie fangen will. Schmetterlinge sind ja mal ein bisschen doof. Oh, ich muss endlich dieses Alchemie-Scheißzeug lernen, dass ich immer doppelt einsammeln kann. Pass auf, wir stellen jetzt nochmal auf schwerer, okay? Ich will nochmal gucken, wie sich das so auswirkt. Weil ich doch gerne es ein bisschen schwerer haben würde wollen. Oh, guck mal, hier sind diese Kriechranken überall. Stimmt, die habe ich doch mal alle eingesammelt. Was ist denn da? Egal, gehen wir erstmal hoch. Dann muss ich mich auch mal wieder ein bisschen auf Gift konzentrieren. Und auf Seelensteine. Ja, ich meine, man sieht ja, es ist zu einfach, wenn man seinen Bogen auch nicht mehr aufladen muss oder so. T. Okay. Ach ja. Wir müssen jetzt mal wieder ein bisschen ausstreifen hier. Ja? Wird Zeit, die Umgebung zu genießen. In Skyrim. Okay. Bin ich zu nah an der Festung vorbeigelaufen? Dann halt so. Boah, habt ihr es gehört? Ist hier da. Geht immer noch nicht. Keine Ahnung, es funktioniert nicht. Ja, Angriff, da sind sie ja. Geil, wie sie aus dem Wald kommen. Boah, guck mal, wie viele das sind. Mist. Wieder Doppelpfeile. Das ist ein alter Bug. Ist wieder... Rohrkrepierer. Los, ihr müsst da durch, Leute. Fendal, Angriff! Wer habt ihr nicht drauf?
hier ist mir. Das werdet ihr büßen. Oh, scheiße, es war nicht so gut. Das glaube ich nicht. Das war gut. Oh, Fender, scheiße. Entschuldigung, Fender. Oh mein Gott, da gab es Fatalities. Hat der seinen Kopf verloren? Nee. Okay, folgendes. Folgendes. Ich muss auf die Mauer, ich bin verwirrt. Nein! Oh, scheiße, ich bin gestorben. Ach, ich spiele auf Experte. Ja, das kommt davon. Genau das kommt davon. Oh, egal, auf dieses Zeichen hin speichern wir ab, Leute. Wir sehen uns nächste Folge wieder, weil ich sehe gerade, wir überziehen wieder. Und dann kann ich mich nochmal ganz in Ruhe auf den Angriff hier vorbereiten. Sehr. Ja, wir sind hier, das ist ja kein Problem. Da müssen wir jetzt quasi wieder dahin. Okay, alles klar, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, Skyrim. Da werden wir uns in Ruhe dieser Burg nähern und alle peu à peu ausknipsen. Ja, okay. Bis dahin, Leute. Haut rein.